Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Viel Spaß mit diesem Video. God damn! Randy liebt es, Aktivitäten zu machen. Und im heutigen Video werden wir natürlich am Ende des Videos Burger essen gehen. Aber jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen Spaß haben und Bowling spielen. Und ich werde euch zeigen, dass keiner von euch da draußen mich schlagen kann im Bowling. Oha, nicht schlecht. Alle, die da stehen, mache ich weg. Alle! Nicht alle. Doch. Wie viel Takes haben wir für Dings gebraucht für den Anfang? Drei, oder? Drei, ja. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Ist kein Strike. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. So einmal. Das ist wichtig. Ritual. Genau, dann kurz so. Hochnehmen, vor das Auge ziehen. Ja. Ein Schwinger. Hoch. Der war nicht so gut, aber... Ey, die Bahn ist schief. Ich meine es ernst, die Bahn ist schief. Wenn du zum Beispiel, du siehst jetzt rechts ist frei, ja, und links sind noch Kegel. Das heißt nicht, dass du dann nach links wirfst, sondern du verschiebst nur deine Position und wirst trotzdem gerade. Bowling-Profi, weißt du, wie ich meine? Bowling-Profi. Bein, strappeln, boom. Bam! Fährst du? Ja. Trampeln? Ja, ja. Wenn du jetzt daneben machst, dann hören wir uns. Ja, ja. Ladies and Gentlemen, wir haben ein bisschen recherchiert, welcher Burger ist eigentlich der beste, wenn man in Google einfach eingibt, laut den Bewertungen. Die Nummer 1 ist Le Burger, aber das ist eine Kette. Und da waren wir erst vor kurzem. Die Nummer 2 ist Rinderwahn mit 3400 Bewertungen, also starke Bewertungen. Und wir haben auch noch unter den Kommentaren jemanden gefunden, da geht auch ein dicker Gruß raus an Philipp. Burgerempfehlung Wien, Rinderwahn, Weiburggasse 3 im ersten Bezirk, beste. Schauen wir mal, wenn Google sagt, dass das der beste Burger ist in Wien, wie gut er wirklich ist. Ich verstehe echt viel in meinem Leben, ja, wenn man so sagt, hey, ich will meine Kippe rauchen. Aber wie kann man in seinem eigenen Auto so rauchen, als wäre es... Ich weiß auch nicht, warum man so in seiner Wohnung zum Beispiel raucht. Das check ich gar nicht. Leute, ich habe 8 Jahre geraucht. Boah. 8 Jahre. Wie lange rauchst du jetzt schon nicht mehr? 1,5 Jahre. Bald, ja. Krass. Aber hast du noch das Verlangen? Nicht mehr. Es ist einfach Winter hier. So crazy. Können wir uns draußen hinsetzen? Leider draußen ist momentan zu. Nur drinnen. Wir haben die daher, oder? Nee, ich schau euch gleich, Ich muss ehrlich sagen, ich mag dieses Restaurant. Es sieht cool aus. Bisschen Musik auf entspannt, rot-weißes Design. Das Einzige, was mir auffällt, viele Leute, die so vegan verteidigen und so und vegetarisch, Bruder, hier wirst du sauer so ein bisschen als Vegetarier. Diese Kuhköpfe, die Sprüche und so. Mir persönlich, also ich bin nicht mal vegetarisch, ich muss sagen, ist schon, die provozieren schon so ein bisschen mit den Aussagen und sowas. Aber okay, es gibt auf jeden Fall eine coole Auswahl. Rinderwahn, Cheeseburger, Bacon, Charlie Burger, Scharfe Resi, Bella Luisa, Blauer Toni, Dicke Bertha und saftige Else Burger. Und ein Rinderwahn-Burger, wo so dreimal Patty drauf ist. Weiß ich nicht, wie gut der sein wird. Zu viel Fleisch so für meinen Kopf jetzt. Wir nehmen auf jeden Fall einmal den Rinderwahn-Cheeseburger in der Combo so hier. Welcher ist der beste Chicken-Burger? Verrücktes Huhn. Verrücktes Huhn? Was ist Pico de Gallo? Salat. Salat. Krass. Ja, wir nehmen verrücktes Huhn. Kann man den auch so eine Combo nehmen? Ja, ja. Perfekt. Zum Trinken, ich hätte gerne Wasser mit Kohlensäure. Ein paar Sekunden später. Wir haben auf jeden Fall die Getränke schon mal bekommen. Ich muss ja ehrlich sagen, das sind so Eimer. Schau mal, wie groß dieses Glas ist. Das ist größer als mein Kopf.
Wazza! So, das ist sauer. Also Freunde, ich will auch nochmal hier ein dickes Danke aussprechen. Ein paar Männer, okay, unter uns, in unserer Community. Ich habe hier Charlie gesagt, hey Leute, folgt alle rein, kommentiert alles und so. Kuss geht raus dafür. Aber ihr müsst euch benehmen, Leute. Ein paar nette Nachrichten auch. Ich finde dich geil. War aber ja auch klar. Also... Ihr sollt schreiben, wenn die Schuhe wollt von ihr, nicht hier. Ich verstehe euch, Leute. Man muss mal versuchen wenigstens. Ist okay eigentlich, ist okay. Solange ihr respektvoll bleibt, passt alles. Ein paar Sekunden. Burger sind gekommen, Leute. Ich muss ehrlich sagen, der hier sieht super aus. Der Chicken Burger sieht auch super aus. Anders, da sind mehr so kleine Chicken Filet-Stücke drin. First of all, die haben eine spezielle hausgemachte Mayo, wo sie sagen, dafür sind sie berühmt. Ich weiß nicht genau, was da jetzt drin ist, aber wir probieren sie einfach. Bisschen rauchig, aber schmeckt geil. Finde ich gut. Pommes sind okay, also finde ich super Pommes. Ich will den Burger auch nicht kalt werden lassen, Leute. Und den Part zu lang halten, deswegen probieren wir jetzt direkt. Wir haben Tomaten, wir haben wahrscheinlich die hausgemachte Mayo, Cheddar Cheese und ein Medium Grilled Beef Patty, was nicht smashed ist. Ich kriege einen Anruf. Hey, was geht? Okay, ich rufe dich in einer Stunde an. Ich bin gerade am Drehen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den nicht schlecht, Alter. Problem ist, die haben es halt nicht Medium gibt. Es ist Medium? Das ist doch nicht Medium, oder? Schmeckt echt nicht schlecht, das Brot. Es kann nicht sein, dass wir ein bisschen gewartet haben. Deswegen ist es ein bisschen zäh, so Brioche, sehr süß. Das ist besser, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gedacht, okay, Alan war hier schon, ich gebe es zu. Er hat gesagt, ist es okay. Aber es hat meine Überwartungen ertroffen. Weisheit des Tages. Ich habe auch in der Karte gelesen, alle Sachen sind wirklich aus Österreich. 100%, die achten auf Qualität. Ich finde schon, dass mir das rausschmeckt. Der Käse könnte ein bisschen geiler geschmolzen sein. Fleisch hat einen geilen Geschmack, schmeckt nach gutem Fleisch. Bisschen Salz, noch ein bisschen mehr. Tomaten, Zwiebeln, noch irgendwas. Aber Avocado habe ich drauf gelassen. Okay. Hätte ich auch runternehmen. Okay, da hast du nur Salat und Chicken. Ja, Bro. Na, alles gut. Boah, das schaut gut aus. Den habe ich noch nie probiert, aber hier den Chicken. Alan verliert gleich ein ganzes Chicken. Da ist der Moment. Wie ist das Chicken aber? Mega. Echt? Mega. Geil. Boah, ist der gut, du. Echt? Mutter. Wie du schon gesagt hast, ist halt ein Chickenfilet. Mhm. Nichts frittiert, nichts. Ist es trocken oder schon saftig trotzdem? Nee, ist schon saftig. Irgendwie hat es für mich so, ich vergleiche das gerade in meinem Kopf einfach ein bisschen mit Five Guys. Ich würde 10-mal hierher kommen, von 10-mal, bevor ich zu Five Guys gehe. Safe. Jetzt hier in Wien. Riefen. Du schmeckst halt mega das Fleisch aus, gell? Wie gesagt, man darf sich halt jetzt keinen Smashburger erwarten, aber ja. Man sieht das eh. Kann ich nicht viel meckern. Das Fleisch schmeckt gut. Wenn ich rein das Fleisch nur beurteilen müsste, mega. Mhm. Wirklich mega. Ja. Ich schwör gut. Kann man machen, ja, gell? Und obwohl da ein Chicken rausgefallen ist, ist da noch genug Chicken drin. Ja, du hast einfach drei. Ja, ich sag mal so. Das ist eher so ein Chicken Sandwich, ja. Aber ist, glaube ich, schon geil. Mit Avocado passt doch irgendwie mit Chicken. Okay, die Avocado Die Avocado das schmeckt man nicht so, oder? Ich finde nicht, dass man hier so. Die Avocado? Ja? Doch, voll, finde ich. Echt? Schmeckt wie ein Premium Chicken Burger von McDonald's. Kuss geht raus in den Laden, ich schwör, ist richtig gut. Ich sag dir ehrlich, ich finde den Burger besser als den von Food Brother. Ich weiß nur nicht, warum ich diesen Burger so gut finde. Ich probiere ihn nochmal. Das Fleisch ist krass. Ich finde diesen Burger wirklich gut. Also, ich kann jetzt eben nur sagen, wer in Wien ist oder sowas, probiert den Burger. Schreibt mir gerne mal, weil ich finde diesen Burger jetzt irgendwie wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe gerade sehr gute Burger gegessen. Wir haben in Dänemark
den Burger vom besten Koch der Welt gegessen. Video kommt noch. Ich finde diesen Burger wirklich gut. Tomate, Salat, bisschen mehr, bisschen Fleisch, geil. Das Brot könnte für mich geiler sein, ansonsten will ich gar nicht viel meckern bei dem Burger. Ich wollte gerade sagen, ich finde das Brot mega. Ich auch, es kann auch sein, weil wir gerade draußen noch Bilder gemacht haben, so dass es deswegen ein bisschen fest geworden ist. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Ich habe Rinderwahn schon so dreimal überlegt, ob ich herkomme, ja. Bin euch jetzt ehrlich, so in Wien, es sind einfach nicht die krassesten Burger, okay? Das muss man auch gesagt haben. Trotzdem macht es mir sehr viel Spaß und ich weiß, euch macht es auch Spaß, wenn ich diese Burger so ein bisschen... Es geht gar nicht um Testen, ich will auch nicht als Tester irgendwie betitelt werden. Wait a minute! Aber ich muss sagen, dieser Burger, ich weiß nicht genau was, aber mir macht auf jeden Fall daran was Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich den gerade so feiere. Du feierst den gar nicht so heftig, gell? So scheiden sich die Meinungen. Ich kann es so fake nicht, ja. Ladies and Gentlemen, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch gerade nochmal mit denen gequatscht. Es kommt von einem Gourmet, Metzger, wie auch immer, Wiesbauer heißt es. Das Fleisch ist mir persönlich wirklich sehr, sehr gut aufgefallen. Das Brot ist ein bisschen fest gewesen, aber Kuss geht raus an Rinderwahn. Und ich glaube, ich bin jetzt im Rinderwahn. Ich glaube, dass hier drin auch mal ein paar Rinder waren. Okay, ist nicht lustig. Danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert diesen Kanal. Wir werden jetzt dann bald... Ich kann noch nicht zu viel verraten. Aber für alle, die das nicht verpassen wollen, abonniert diesen Kanal. Schreibt was unten in die Kommentare. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Zu leid. Es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Sorry. Ich werde alt langsam. Ich werde alt.